Oh nein, Stunden später? Ich habe das Bild bei Tagesanbruch fertiggestellt. Und nun dämmert es schon wieder. Ich habe einen ganzen Tag verloren. Und mein Schicksal erwartet mich. Och Gott, der Arme. Aber hätten wir das überhaupt fertiggebracht, diese vierte Facette noch zu sehen? Was hätten wir dann sagen sollen? Madame Ternard, die Schauspielerin. Sie ist eine Frau voller Liebe. Da war etwas, das ich nicht einfangen konnte. Ich kann sehen, dass es fehlt. Na toll. Und jetzt? Mach's doch nochmal. Haben wir eigentlich die neue Farbe? Meine Farben und Pinsel sind willige Kollegen. Ich muss ihnen gerecht werden. Ich habe nach etwas Ähnlichem gesucht, aber niemand sieht die Menschen, wie ich das tue. Alte Skizzen. Na gut. Was haben wir eigentlich alles schon? Was sagt denn jetzt dazu? Ach so, das Gleiche. Das Gleiche. Jetzt wird's aber Zeit fürs Bett. Der arme, arme Junge. Ich weiß nicht, ob wir das echt noch hätten ändern können. Der folgende Morgen. Ich glaube, hier gibt's keinen perfekten Run. Ich sollte in den Salon gehen. Sehen, was die anderen darüber denken. Nee, solltest du halt nicht. Du weißt doch, was du kannst. Die Meinung der anderen ist doch für einen Arsch. Aber das war wahrscheinlich damals so und das ist ja auch heute noch so. Wenn jemandem gefällt, was du machst, dann kannst du halt nicht berühmt werden, aber dann... Man muss es doch eventuell auch nicht. Solange man alles mit Leidenschaft und Liebe macht. Oh, guck mal, der sieht ganz übel aus. Tag. Herr Klimt, bitte entschuldigen Sie meine Erscheinung. Das Bild, wie findest du es? Nichts. Bitte entschuldigen Sie meine Erscheinung. Du siehst furchtbar aus, Margot. Was ist denn los? Ich bin müde. Nur ein bisschen müde. Müde? Würdest du dich malen lassen? Ich nenne es die wandelnden Toten. Alter, ganz schön frech, der Klimt. Das Bild, wie findest du es? Hast du vorhin Lavnitschak gesehen? Ja, ich sehe sie ja jetzt schon. Das Bild, wie findest du es? Mein Bub, wie du die wichtigste Schauspielerin Wiens dazu gebracht hast, so zu posieren, ist mir ein Rätsel. Ist es so schrecklich? Schrecklich? Es ist brillant. Dein Fortschritt zwischen diesem Bild und dem letzten ist erstaunlich. Hast du die alte blöde Kuh gesehen? Sie weiß vermutlich nicht, dass du noch ein Bild gebracht hast. Ich werde sie anrufen. Hä, die ist doch da. Ach nee, das ist die. Ach so. Geht's Ihnen gut? Mein Bild, ich bin mir nicht sicher. Ja, es geht schon. Nö, wir sind ehrlich. Ich bin mir nicht sicher. Sie schauen schlecht aus. Was ist nur mit Ihnen passiert? Ich hatte einen Aussetzer. Mehr als einen. Was meinen Sie? Ich verliere Zeit. Stunden. Sie sind einfach weg. Wann passiert das? Nach jedem Bild? Sie brauchen einen Arzt. Ich brauche nur etwas Schlaf. Nein, Sie brauchen Freud. Gehen wir jetzt echt zum Herrn Freud? Das ist ja geil.
Dr. Freuds Ordination. Ach ja. Naja, gut, Tiefenpsychologie. Reden's einfach weiter. Worüber? Was immer Ihnen in den Sinn kommt. Bilder, Wörter, Geschichten. Ich wusste gar nicht, dass Freud in Wien ansässig war. Also ich weiß, dass er sich halt mit dem Über-Ich, dem Unterbewussten und so weiter und so fort hier auseinandergesetzt hat, aber wusste nicht, dass der Wiener war. Ich sehe Menschen in Facetten, in Schichten. Ich frage mich, wie sie mir helfen sollen. Ich habe diesen wiederkehrenden Traum. Ich sehe Menschen in Facetten, in Schichten. Sie meinen, wie Zwiebeln? Nein. Wie sehen diese Facetten aus? Das kommt auf die Facette an. Manche sehen wie die Person aus. Manche sehen ganz anders aus. Mehr wie ein Symbol. Es ist schwer zu beschreiben. Natürlich. Wenn es einfach wäre, würden Sie mich nicht brauchen. Sie verschieben sich in und aus meiner Wahrnehmung. Was glauben Sie, wofür Sie stehen? Alles, was ich nicht bin, Aspekte Ihrer Persönlichkeit. Ich weiß nicht. Aspekte Ihrer Persönlichkeit. Sehen Sie Ihre eigenen Facetten? Nein. Warum nicht? Ich habe keine. Blödsinn! Ich habe sie noch nie sehen können. Als ich ein Kind war, habe ich im Spiegel nach ihnen gesucht. Ich habe sie noch nie sehen können. Ah, das ist etwas anderes. Sehen Sie die Facetten in den Menschen? Ich würde das nicht so nennen. Wie würden Sie es nennen? Wir sind nicht hier, um über mich zu sprechen. Wir sind hier, um über Sie zu sprechen. Ich weiß nicht, was Sie wollen, dass ich Ihnen sage. Viele meiner Patienten finden es schwer, über sich zu sprechen. Was tun Sie dann? Ich trete das Mobiliar, wenn Sie weg sind. Hilft das? Nein, es tut verdammt weh. Ist echt ein lustiger Zeitgenosse, der Herr Freud. Aber immer noch besser, als die Patienten zu treten. Wenn Sie nicht reden, wie soll ich dann helfen? Ich hatte Aussetzer. Wunderbar! Nein, sind Sie nicht. Wunderbar, dass Sie reden. Nicht die Aussetzer. Was passiert üblicherweise? An Tagen, an denen Sie Zeit verlieren. Mein Modell kommt ins Atelier, ich male meine Porträts. Mein Modell geht. Mein Modell geht. Manchmal glücklich, manchmal nicht. Genau wie meine Patienten. Manchmal glücklich, manchmal starren sie mich an. Mit Hass in den Augen. Cooler Typ. Das fetzt schon echt. Das ist eine coole Facette in dem Spiel. Einige Tage später. Machen wir weiter. Wo wir aufgehört haben in der letzten Sitzung. Sie malen also ihre Porträts. Was passiert, nachdem Ihre Modelle gehen? Ich weiß nicht genau. Ich nehme an, ich habe meine Aussetzer. Da ist noch etwas. Naja, im Endeffekt macht er sich ja Gedanken über das, was fehlt. Da ist noch etwas. Aber ich kann es nicht sehen. Ich habe mit Madame Ternard gesprochen. Sie sagte mir, sie wäre eine Patientin von Ihnen. Was hat sie gesagt? Sie haben mit Leuten gesprochen, die mich kennen. Das ist eigentlich geht gar nicht, ne? Sie meinte... Stopp! Halt! Etwas ist gerade passiert. Bitte, teilen Sie es mir mit. Oder teilen Sie es mit mir. Ich will auch aufgeregt sein. Ich habe... eine Facette gesehen. Meine Facette. Eine Spiegelung in meiner Brille. Ich, der ihnen symbolisch in die Seele blickt. Der Typ, ey. Dir schon klar, dass du aussiehst wie Peter Lustig? Nein, gar nicht.
Ich schaue sie nicht einmal an. Nein, sie haben mir nicht in die Seele geblickt. Ihre Brille? Ich schaue sie nicht einmal an. Oh. Schade. Wo haben Sie sie gesehen? Gleich da drüben. Gleich da... Da über? Da über? Nein. Rund um mich herum. Ein geheimes Verlangen vielleicht. Meine eigene Facette. Das ist das erste Mal. Was hat Madame Ternard Ihnen gesagt? Sie wundert sich über die zweite Staffelei in ihrem Atelier. Welche zweite Staffelei? Mit einer Leinwand, von einem Tuch verdeckt. Okay. Haben wir eine gespaltene Persönlichkeit vielleicht? Künstler sind ja in der Regel immer verrückt. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Es gibt keine zweite Staffelei in meinem Atelier. Warte mal, lass mich mal überlegen. Nee, eigentlich... Eigentlich nicht, nee. Nun, wenn das so ist, werde ich nicht vorschlagen, dass Sie sofort zu Ihrem Atelier gehen und das Tuch... Oder werde ich vorschlagen und das Tuch herunterreißen? Habe ich mich, glaube ich, verlesen jetzt. Was meinen Sie damit? Mein Gott, es ist schon wieder passiert. Ich habe noch eine meiner Facetten gesehen. Gehen Sie zu Ihrem Atelier, Markert. Reißen Sie das Tuch herunter. Wenn Sie es schaffen, wird's von da an leichter. Wer weiß? Oh, ich bin gespannt, was wir darunter verstecken. Was das sein könnte. Nee, ich habe mich da echt verlesen. Der wollte, dass wir das Tuch darunter reißen. So war das. Freud macht mir bis jetzt am meisten Spaß, zu sprechen. Keine Staffelei. Die Facetten sind fort. Was? Aha. Das bin ich. Mein Gott. Ich habe versucht, meine Facetten zu finden. Aber ich habe sie doch gesehen. Sie sind da. Das bin ich. Habe ich das während meiner Aussetzer gemalt? Ich habe versucht, die Facetten zu malen, die ich mit meinen Modellen teile. Da ist noch viel zu tun. Zeit, es fertigzustellen. Aber dieses Mal nehme ich mir Zeit. Das wird unser bestes Bild, ich sag's euch. Kauernde Gestalt, flehende Gestalt, zwiegespaltene Gestalt. Ist das Herr Moritz? Das fühlt sich bekannt an. Er erwähnte unseren Sinn für Humor, er schien sich um andere zu sorgen, er fragte andauernd nach Geld. Er erwähnte unseren Sinn für Humor. Und doch war es er, der all die Witze machte. Ich habe nur gelacht. Nein. Das ist es nicht. Habe ich mich jetzt schon wieder falsch entschieden? Stunden später. Ja, ich probiere es mal mit was anderem. Diese Gestalt ähnelt mir am meisten. Während meiner Sitzung mit Freud habe ich meine eigenen Facetten gesehen, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Kann ich sie wieder hervorlocken? Wann haben sie sich gezeigt, als... Oh Gott, als er mich nach meinen Träumen gefragt hat, er über seine Patientin gesprochen hat, also seine Patientin, er mit anderen über mich gesprochen hat, er mich nach dem Aussetzern gefragt hat. Naja, er hat, im Endeffekt kam die ja, als er von der Madame Ternard gesprochen hat, also dass die ihm was erzählt hat. Er mit anderen über mich gesprochen hat?
Okay, das erste haben wir bereits. Ich hoffe, wir haben jetzt die Chance, das alles noch irgendwie zu retten. Das würde mich echt ärgern, Stunden später. Entstellte Gestalt, diese Gestalt, sie erinnert mich an Madame Ternard. Ich habe es so genossen, sie zu malen, aber da ist doch etwas von mir selbst. Etwas, das wir teilen. Leidenschaft, ein gesunder Appetit, Erfahrung? Ach du Scheiße, naja, Leidenschaft wollte sie ja nicht drüber sprechen. Appetit hat sie drüber gesprochen. Erfahrung? Ich nehme mal Leidenschaft, keine Ahnung. Leidenschaft? Sie ist eine leidenschaftliche Frau. Aber wofür haben wir beide eine Leidenschaft? Kokettieren, Selbstmitleid, gefeiert zu werden. Naja, das ist, zeigt mir das jetzt das, was es sein soll. Das wäre dann kokettieren oder gefeiert werden. Ist das die Facette, die ich jetzt nehmen soll? Also ich blicke hier gerade nicht so richtig durch, was da... Na, das zeigt mir jetzt dieses gefeiert werden, wo die immer so den Arm gehoben hat. Oder kokettieren. Ich nehme mal das. Es fühlt sich gut an. Ist das der Grund, warum wir tun, was wir tun? Nein. Das kann nicht stimmen. Oh Mann. Stunden später. Mist, ey. Jetzt kann ich das also gar nicht mehr retten. Na toll. Oh, das ist ja doof. Eine hastig gemalte Gestalt. Es ist schwer auszumachen, was genau sie sein soll. Kein Wunder. Die letzten Wochen waren ziemlich unangenehm, so aufschlussreich. Ja, Leute, was soll ich denn hier nehmen, Mensch? Na, anscheinend war es ja hart für ihn. Es war aber auch aufschlussreich anscheinend. Weil er hat ja hier seine Facetten gefunden. Ach, keine Ahnung. Hart. Der Versuch, aller Leute Erwartungen zu erfüllen. Meine eigenen Erwartungen. Aber mit allen, die ich getroffen habe, gab es eine Verbindung. Sogar mit denen, deren Facetten ich nicht sah. Sogar mit... Naja. Dem Kräutertandler am Markt. Klimt, der jungen Komponistin... Ja, das weiß ich ja nicht, Mensch. Was soll ich das denn wissen? Es gab mit allen eine Verbindung, damit der ja eigentlich ja gar nicht. Außer, dass wir halt dauernd ihre Meinung hören wollten. Großvater auf jeden Fall. Ja, Klimt eigentlich nicht. Ach, keine Ahnung. Großvater. Er hat mich mit in den Salon genommen. Er hat mir die wirkliche Welt gezeigt. Er war für mich da. Immer. Na, wenigstens eins noch. Das bin ich. Na toll. Uns fehlen zwei. Och Mann. Das erste Mal, dass ich mich fühle... Weint, als wäre mehr an mir dran, indem ich etwas von mir teile. Und ich habe eine Errungenschaft erhalten, unfertig, ja, weil wir das wahrscheinlich nicht aus den anderen rauskitzeln konnten, was uns jetzt hier gefehlt hat. Das von anderen reflektiert wird. Ich muss es ihnen zeigen. Ich muss es ihr zeigen. Das ist es, was gefehlt hat. Naja, aber es ist ja jetzt nicht fertig. Weil wir es verkackt haben, weil wir abgelost haben, weil wir einfach Versager sind. Wochen später. Will ich das wirklich? Sollen wir jetzt in den Salon gehen oder wohin? Warte mal. Ach, ich gehe in den Salon. Was soll's? Endlich!
Ich habe seit Wochen nichts mehr von dir gehört. Ist alles in Ordnung? Was kann ich für dich tun, Franz? Ich suche nach Grete. Was ist in den letzten Wochen passiert? Auf Wiedersehen. Was ist in den letzten Wochen passiert? Ich habe mit einem neuen Bild begonnen. Es wird herrlich. Ich suche nach Grete. Hin und wieder kommt sie noch vorbei, aber nicht mehr so oft wie früher. Ist etwas nicht in Ordnung? Vielleicht ist... Ich weiß nicht. Die Ekstase für sie... Was? Die Ekstase für sie vorbei? Vielleicht meint sie, alles gesehen zu haben. Und nachdem du nicht mehr vorbeikamst... Jedenfalls... Weißt du, wo sie wohnt? Wenn's so wäre, warum sollte ich es dir sagen? Ich könnte wieder öfter in den Salon kommen. Ich könnte versuchen, eines deiner Bilder zu verkaufen. Ich könnte versuchen, Grete zurück zum Salon zu bringen. Ja, ist eigentlich egal. Also gut, warte einen Moment. Das hat mich überzeugt. Hier, ihre Adresse. Danke dir, Gustav. Hier wohnt die? Na gut, will ich jetzt dahin? Naja. Aber was soll sie denn sagen? Sie wird sagen, du hast verkackt. Dir fehlen zwei Facetten. Ich habe dich ganz anders kennengelernt. Oh Mann. Gretes Wohnung, derselbe Nachmittag. Das ist die richtige Nummer. Was machst du hier, Franz? Was will ich von ihr? Warum sie behelligen? Ist es nicht das? Das Bild? Wer ist da? Ach, vielleicht wartet ihr auch auf Arthur. Vielleicht wartet ihr auf Arthur. Weil die ja nach Berlin wollte. Franz, wie haben Sie mich gefunden? Klimt. Ah, was kann ich für Sie tun? Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Ich habe ein neues Porträt gemalt. Würden Sie sich von mir malen lassen? Doch. Würden Sie sich von mir malen lassen? Glauben Sie, dass Sie bereit sind? Nö, aber man kann es ja mal versuchen. So bereit, wie ich es nur sein kann. Ich bin mir nicht sicher. Bin ich nicht. So bereit, wie ich es nur sein kann. Auch wenn ihre Facetten schwer aufzudecken sind. So sei es. Wenn Sie mich als Modell wählen, werde ich Ihnen helfen, mich zu ergründen. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Wofür? Dass Sie meine Arbeit kritisiert haben, dass Sie mich kritisiert haben, dass Sie mich gerettet haben, dass Sie mich zu Dr. Freud geschickt haben. Im Endeffekt hat Ihre Kritik ja auch dazu geführt, dass wir unsere Facetten gefunden haben. Das muss man schon mal anerkennen. Dass Sie mich gerettet haben. Ich habe nur getan, was notwendig war. Ihre Zukunft liegt an Ihnen, Franz. Ich habe ein neues Porträt gemalt. Ein Selbstporträt, das Van Gogh würdig wäre. Der Preis war hoch. Aber ich hätte nie überlebt, hätte ich es nicht gemalt. Ich würde es gern kaufen. Ach, das ist doch... Ist das das, die Skizze? Vielleicht auch? War das er vielleicht?
Nee, wir verschenken das nicht, wir verkaufen das. Ich verkaufe meine Bilder normalerweise für 400 Kronen. Ein fairer Preis. Für alles, das sie wegen mir durchgemacht haben. Danke. Das ist alles, was ich Ihnen sagen wollte. Auf Wiedersehen. So warten Sie doch. Würdest du zum Tee bleiben? Oh Mann, wie machen wir das jetzt? Weil eigentlich wissen wir ja, dass sie was mit Arthur hat anscheinend. Oder, naja, ich weiß es nicht so lange. Ich weiß es nicht genau. Aber wir können ja mal, anscheinend mag er die ja. Ich bleibe so lange, wie sie mich da haben wollen. Fräulein Lavnitschak. Meine Freunde sagen Grete. Grete. Naja, da hat sich anscheinend ja doch eine kleine Liebelei ergeben. Ach, das ist doch schön. Das ist doch ein schönes Ende. Das gefällt mir. Oder malen wir die jetzt noch? Also. Hast du die Realität doch gefunden? Ich habe mich selbst gefunden. Würdest du dich malen lassen, Großvater? Oh, na endlich! Wenn ich jemanden malen wollte, dann immer den Großvater. Fühlst du dich bereit dazu, Enkel? So bereit, wie ich es nur sein kann. Würdest du mich in meiner Blüte malen, dem Pio Alto erklimmend? Wenn es das ist, was ich sehe, ich würde dich malen, wie du bist. Nein, ich würde dich in deiner Blüte malen. Heute. So sei es. Okay, ich wusste nicht, dass das aussagt. Ich wollte eigentlich klar machen, dass ich die Leute halt so malen will, wie ich sie sehe. Wenn du dich entscheidest, mich zu malen, würde ich mich geehrt fühlen. Ach, jetzt muss ich mich ernsthaft, Großvater, zwischen Grete und ihm entscheiden? Warte! Wen soll ich malen? Oh nein, oh Mann. Oh nö, ach Mann, das ist ja gemein. Weil auf der einen Seite haben wir halt mit Grete schon ein bisschen angebändelt jetzt. Aber unser Großvater ist halt unser Großvater, der war immer für uns da. Die Grete, mit der könnten wir halt eine Liebelei haben, wenn wir es wollten und wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Aber der Opa, also für mich geht halt der Opa einfach vor. Weißt du, der war immer bei uns und du weißt halt auch nicht, wann er mal den Löffel abgibt. Und dann hast du eine schöne Erinnerung von denen. Weißt du, die zieht am Ende mit Arthur ab oder so und geht sowieso nach Berlin, bla bla. Ich würde nicht das machen, was immer alle machen, die rosarote Brille aufhaben und die Leute vergessen, die eigentlich wirklich immer hinter dir standen. Und deswegen entscheide ich mich für den Großvater. Großvater. So sei es. Oh, wer weiß, was das jetzt für Entscheidungen mit sich bringt. Und hier ist dann auch die zweite Episode zu Ende. Oh, ich bin gespannt. Also das war jetzt besser als die erste Folge. 81% versprachen auch Leos das Porträt. Hä, wann haben wir das denn gemacht? Hä, hätten wir Leos das Porträt geben können? Hä, haben wir das gemacht? Ich weiß gar nicht mehr wann. Kann mich nicht mehr erinnern. 47% haben auch den Bankier gemalt. Also die Minderheit im Endeffekt. 75% haben auch die Schauspielerin gemalt.
36% konnten auch Gretes Gunst gewinnen. Oh, da sind wir ja auch in der Minderheit. Schön, da freue ich mich, dass wenigstens das geklappt hat. Und wie viele haben jetzt den Großvater gemalt? In der nächsten Episode von The Lion Song. Ein Mathematiker wie ich? Ein kluger Kopf mit einem mutigen Herzen? Ich hasse Mathe. Muss ihr wahres Ich verstecken, um gehört zu werden? The Lion Song, Episode 3. Derivation oder Derivation, ist das nicht sowas wie, ist das nicht hier Linguistik? Also hier Wortbildung und sowas? Naja, was weiß ich, vielleicht labere ich auch nur Müll. Tja, also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss für heute. Ich brauche unbedingt eine Pause und was zu trinken und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, macht's gut, bis dahin und tschüss.